So, willkommen im Gefängnis der Kaiserstadt. Wir sind schon Gutenacht. weihnachtlich gekleidet. Ah, die meisten. Wir bringen jetzt Weihnachten nach Kalthafen. Wir singen denn alle ein Lied. Nee. Schneeflöckchen, Weißäugchen. Ja, bloß weil das im Bild nicht drin ist, heißt das ja nichts. Nein, ich tue es ja auch nicht. Ich habe jetzt halt mal das Schild rausgetan vom Stab. Also so wie ich das hab von der Rüstung, von den Trades und dieses Lodern zum Beispiel, was der andere in dem Video drin hatte, das hat auch keiner drin. Um Schadensreduktion gibt. Von daher hat es nichts zu heißen. So scheiße, wir hätten den Boss erklären sollen, ne? Wir dann erklär's jetzt. Ja, der Boss springt halt hin und her, macht Schadensflächen. Und im Grunde ist er gerade gestorben, ohne dass er was gemacht hat. ja, und am Schluss beschwört er halt so eine Ernterin. Am Schluss dazwischen. Ja, also, ja, dazwischen. Kurz bevor er tot ist. Ja. Aber es ging jetzt so schnell, ich habe jetzt gar nicht gecheckt, dass das der Boss schon ist. Haben sie es verplappert. So, es gibt einen Erfolg hier, dass ihr, wenn ihr die Beobachter wegschleicht, dann, und die euch nicht entdecken und keine Ads beschwören, dann kriegt ihr halt einen Erfolg dafür. Müsst halt warten, bis die in die jeweiligen Ecken gehen und dann da vorbeischleichen. Gibt so ein paar Nischen, dass ihr das machen könnt. Das dauert aber ein bisschen. Müsst ihr Geduld mitbringen, die haben wir nicht. So, bei dem Boss ist so. Der läuft zwischendrin in diesen Sumpf dahin und ist unverwundbar. Und dann kommen aus diesen Gittern da an den Seiten solche Ads gelaufen, solche Zombies, und die opfern sich hinter in der Mitte. Und dann kommt da so ein Fleischkoloss hoch. Dass sich halt nicht zu viele opfern und zu viele von diesen Fleischkolossen kommen, weil dann zu viel Schaden mal auf den Tank geht, sind hier überall so Giftsümpfe verteilt, so Giftblasen. Die kann man mit X aktivieren, kann dann zum Cursor quasi einfach irgendwo so eine Fläche hinsetzen. Und diese Zombies damit abwerfen, um sie zu töten, weil das schafft er nicht mit dem Schaden, die wegzumachen. Dafür habt ihr diese Giftbeutel da am Rand quasi. Und teilt ihr euch halt so halb auf den Raum auf und schaut, dass ihr die ganzen Zombies halt wegschießt. An sich, wenn genug Schaden da ist, dann könnt ihr das so halb machen. Also im Normalfall sollte der Heiler da stehen, wo ein Gitter ist und jeweils die DDs auf einer Seite, wo zwei. Rückst Gitter du ein sind. Stück Zum auf? Beispiel. Patrick, läufst du ein Stück rum noch? Nee, nicht in meine Richtung, in die andere, ja. So. Der Tank. Die drei halt genau. Quasi die der Tank abschießen. Stellt sich einfach dahin, wo der Boss jetzt eh schon steht und dreht ihn um. Der wird zwischendrin mal den Tank auf den Boden hauen. Das muss man unterbrechen, weil sonst haut es den Tank irgendwann mal kaputt. Und wenn halt der Fleischkoloss hochkommt nach der Giftphase, dann halt den zuerst töten. Okay, Fleischkoloss kommt. Und Zombies. Das war zu früh. Nee, das, der erste kommt immer gleich hoch. Ja, aber du hättest den Schaden auf dem. Sogar den Laufenden erwischt. Vorher noch bloß läuft. Unterbrechen, unterbrechen, unterbrechen. Ich werde meinen Willen durchdecken. Wollen wir mal euer Fleisch verdünnen? Kriegt aus! Ralf, da ist nichts mehr, komm her. Jetzt kannst du wieder hin.
Okay, Fleischglas kommt raus. Erbrechen, unterbrechen. Zu viel Schaden. Komm. Ja, er macht schon mal die Phase. Prozent, ey. Komm schon. Das war jetzt unnötig. Sehr. Ich glaub den Tod. Unterbrechen, unterbrechen, unterbrechen. Wie könnt ihr nur? Mach schön bei dem Mund auf. Bleib tot. Das Unterbrechen war jetzt wieder so eine Nummer. Ich habe den davor getroffen, obwohl ich mehr auf den See zugehalten habe als auf dem. Da könnt ihr einfach durchlaufen, das sind einfach nur Häftlinge, die tun euch nichts. Sie gegen ihren Willen hier. So, bei dem Boss ist so, ihr müsst geschlossen reinlaufen. Können wir da anders erzählen. Und er respawnt, cool. Halt, halt nicht raus. Ja. Hat es nicht geschafft. Ganz vor verschlossenen Tor. Normal läuft man geschlossen rein und das funktioniert auch. Und das Gift außen, diese Pfützen, da halt meiden, der macht so einen Wirbel von sich weg und schießt uns halt raus, da halt gleich wieder reinlaufen. Weil es ein Stepp draußen in diesem Gift. Und halt genau das hier. Und außen, die kann man unterbrechen, die Marke, die beschwören halt so Skelette her. Entweder tut man halt erst diese Ads töten oder halt den Boss runterkloppen. Jetzt könnt ihr euch aussuchen, was euch lieber ist. Ich glaube, es gibt auch einen Erfolg, wenn ihr quasi den Boss zuerst umbringt. Vielleicht, dann habe ich den noch nie gemacht. Doch, haben wir mal gemacht. Nee. Doch, habe ich mal. Ja, ich nicht. Ja, weil die stehen lässt. Hab ich nicht einen? Doch. Der Boss ist tot. Die Dinger verschwinden aber nicht. Ja, die Ads muss man töten. Wo halt entweder. Da gibt es noch den Erfolg, die halt stehen zu lassen. Aber du kannst halt entweder erst die Ads umbringen oder dann den Boss. Oder andersrum. Ist egal. Ich sag ja, jetzt kann man sich aussuchen. Als ob die Skelette, Ralf, macht die Dinger daneben tot. Ja, ich fänd's eh besser, dass er den Spieler, wenn er draußen liegt, auch reinboardet. Ja, vor allem, ich kann ihn da ja nicht mehr retten. Ja, das könnten sie mal fixen oder irgendwie. Nee, ich kann ihn da nicht retten. Verbessern. Weil das Verlies ist ja schon uralt. Jedes Mal, wenn da draußen jemand liegt, kann man nicht retten. So als Verbesserungsvorschlag. Aufstehen.
Was ist ein Kack? Ich bin direkt an der Tür hängen geblieben. Ich komme hier auch noch mal raus. Das war der ganze. Du hängst immer noch da, oder? Ja, ich komme ja auch nicht raus. Guck mal, guck mal, Patrick steckt zwischen den Gitter. Ja. Okay, dann würde ich mal zum Eingang warten. Ja. Tot. Ist im Gift gestorben. Musste wieder herlatschen. Hallo! Ihr seid so geil. Jetzt ist sie hier. Wie ist denn jetzt hergekommen so schnell? Durchs Portal. Das ist paar. Das geht direkt. Ich musste laufen. Tja. Patrick ist was Besonderes, der kriegt ein Portal. Patrick kriegt ein Portal direkt, ja, ja. Direkt. Immer diese VIPs. So, bei dem Boss ist es so, dass er mehr Schadensflächen macht, klopft halt auf den Tank ein, der haut zwischen dem malen Boden und beschwört so Reifzecken hoch, die mal irgendwann explodieren. Das soll er mal halt rausgehen und blocken. Ansonsten tut er auf einen Spieler so einen Kreis machen, der dann um ihn so entsteht, so eine Art Donut-Schadensfläche, da halt drin stehen bleiben und nicht rauslaufen. Weil wenn man da durch diese Wand läuft, dann stirbt man dabei. Und da kommen halt mehrere Skelett-Ads, die halt auf den jeweiligen Spieler drauf gehen. Es dauert ein paar Sekunden, bis es halt weggeht. Da einfach drin stehen bleiben. Und dazwischen den Greifzecken schön töten. Okay, bist du. Das ist mutig, mal überlebt, wenn man was rausholt. So, bei dem Boss, das sind mehrere kleine Ads quasi. Und wenn du halt eins tötest, dann kommt es als Schatten wieder hoch und macht die Mechanik halt weiter. Zwischen den tut er irgendwo einen Totem setzen, wo den Buff, das sollte man kaputt machen, dass er halt wieder mehr Schaden kriegt. Ansonsten machen die halt unterschiedliche Sachen, Schaden, Heilen, Schadensflächen, also nichts Großartiges. Gut. Auch das Totem in der Mitte da. Sind wir. Jetzt geht wieder die Aufteilerei los. So, jetzt sind wir beim Endboss. Es ist so, dass er... Und einen Schluck zu trinken. Ja. Ja. Er tut zwischendrin so Schattenkugeln mal setzen, die einen verlangsamen. Der macht zwischendrin auf ein Spiel so ein Schattensperrfeuer. Da tut sich der Tank einfach zwischen in den Strahl reinstellen und das Black blocken, dann trifft es den anderen nicht.
oder weniger, dass man es halt gegenheilen kann. Er setzt halt nach und nach zwischen den Portale, so zwei Stück, die auf dem Boden so rumkreisen. Er tut dann halt hochfliegen auf den Himmel und dann irgendeine Bombe runterschmeißen. Da muss man halt in diese Portale reingehen, dass man von oben runterfällt. Und dann überlebt man diese Explosion unten, weil er quasi gerade in der Luft ist. Da muss man halt rechtzeitig reinlaufen. Es können halt nur zwei Spieler pro Portal reingehen. Und wenn man zu früh reingeht, kann es sein, dass das Portal nicht, noch nicht respawned ist, wenn ihr rein müsst. Also da halt aufpassen, dass ihr nicht zu früh oder zu spät reingeht. Und bei 60 und 30% circa macht er halt so eine Schattenphase, wo er sich in vier Teile aufteilt. Und da muss man halt diese vier Ads töten und dann respawnt der eigentliche Boss wieder in der Mitte. Das macht er dann bei 30 nochmal. Und währenddessen tut er euch halt mit so Meteorflächen beballern. Auf der Fläche. Genau. Das war so ziemlich alles. Es kann sein, dass manchmal die Portale und alles, was ich jetzt erklärt habe, unregelmäßig kommen, weil es wegen verbuggt ist. Re. Es kann auch sein, dass ihr durch das Portal geht und dann unten aufklatscht und seid tot, weil das kann ein Bug sein. X drücken. Nee, das X haben sie weggenervt. Das brauchst du nicht mehr, aber du fällst nicht. Irgendwer hat doch gesagt, das ist verbuggt wieder, oder? Ja, das war letztes Mal, das war halt ein Update, wo wir da waren. Da sind wir letztes Mal rein und dann... Da schießt du durch einen Tank durch. Genau, ist hat das Sperrfeuer durch den Tank geschossen und beim zweiten... Na, wir werden sehen, ob es verbuggt ist oder nicht. Bei den ersten drei Versuchen sind wir immer unten aufgeklatscht, obwohl wir durchs Portal sind, eigentlich nur einmal. Naja, gut. Wir werden sie sehen. Mal gucken. Alle bereit, alle da? Ja, ja, ruf. Ja. Danke. Okay, rein ins Portal. Das ist mein Tod. Das klappt nicht. Das sag ich doch. Ich hab einen Fallschaden gekriegt, plus Meteoren tot. Ja, du bist reingegangen, oder? Ja. Okay. Sag mal, das Portal kommt aber genau auf mich. Cool. Was für Sperrfall überlebt, obwohl ich nicht da war. So, Schatten. Ihr seht immer den, wo ihr halt verwunden könnt. Das ist der richtige. Er switcht immer hin und her. Die anderen sind so transparent. Portale kommen aber direkt auf mich jetzt. Ist ja übel. Rein? Rein, 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 ja. Ich bin gespannt, ob ich jetzt wieder sterb. Das war jetzt knapp, ey.
Okay, Schattenpause. Oh komm. Oh Gott, ey, das hat sich aber echt überschnitten jetzt. Tot. Gut, das war das Gefängnis. Vielen Dank fürs Zusehen.